Ich rufe nun die soeben aufgesetzten Zusatzpunkte 14 und 15 auf. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung sowie Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Abschaffung der Modernisierungsumlage zum Schutz der Mieterinnen und Mieter. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache, und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck. Ja, der Wirtschaftsminister als erster Redner zu diesem Gesetz, was ja am Dienstag noch mal durchaus deutlich verändert wurde durch die Koalitionäre. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, danke, dass dieses Gesetz aufgesetzt wurde. Ich denke, es ist tatsächlich zumindest debattierreif, aus meiner Sicht dann auch entscheidungsreif. Es ist ja nicht so, dass es geheim gewesen wäre, was in diesem Gesetz steht, sondern Deutschland hat sich ja intensiv damit befasst und die Fraktion natürlich auch. Lassen Sie mich die Debatte mit einem Zitat, mit Erlaubnis der Präsidentin, der von mir persönlich sehr geschätzten ehemaligen Bundeskanzlerin beginnen, um vielleicht deutlich zu machen, was das Problem ist, beziehungsweise was das politische Problem ist. Frau Merkel sagte, als sie ein Klimaschutzpaket der damals Großen Koalition vorstellte, Politik ist die Kunst des Möglichen. Das mag man so sehen, aber es ist natürlich eine Beschränkung in der Ambition. Was diese Regierung in den letzten 15 Monaten gezeigt hat, ist, dass Politik die Kunst des Möglichmachens ist. Wir haben, als ich Minister wurde, eine Klimaschutzlücke von 1.100 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 geerbt. Wir haben sie durch die beschlossenen und eingeleiteten Maßnahmen um 70% reduziert und können sie mit den verabredeten Maßnahmen um 80% auf 200 Millionen Tonnen kumuliert bis 2030 reduzieren. Das liegt daran, dass wir natürlich, das räume ich ja ein, in der Kür mit Abstrichen, aber mit Entschiedenheit Gesetze vorangebracht haben, Punkte angegangen sind in 15, 16 Monaten, die 16 Jahre lang liegen geblieben sind. Und das gilt in besonderem Maße auch für die Gasversorgung. Wenn man mit hohem Druck die Gaskapazitäten aus Russland nicht nur ausbaut, sondern verdoppelt, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, wenn man, bis wir in die Regierung eingetreten sind, den Neueinbau von Gasheizungen auch noch finanziell, also mit Steuergeld, wahrscheinlich mit Schulden finanziertem Steuergeld fördert, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn die Politik des Möglichen sehr begrenzt nur umgesetzt wird. Deswegen hat Johannes Vogel recht. Wie sollte mit der Politik des Möglichen jemals das ja verabredete Klimaschutzziel erreicht werden? Wie sollte es rechnerisch, denklogisch möglich sein, wenn man den Einbau von neuen Gasheizungen, die ja fossil betrieben werden, fördert, ohne die Umkehrung einzuleiten? Sehr geehrte Damen und Herren, damit ist natürlich auch gesagt, Politik des Möglichmachens, das ist ein Spannungsfeld zwischen der politischen Notwendigkeit und der gesellschaftlichen Realität geben kann. Sonst wäre es ja sinnlos, über Möglichkeiten zu reden. Dann könnte man ja entlang von Excel-Tabellen alles Mögliche machen. Nun, wie war die gesellschaftliche Notwendigkeit im letzten Jahr und über den letzten Winter? Noch über Weihnachten und die Weihnachtstage war die Realität, dass eine Gasmangellage drohte, dass Unternehmen uns zuhauf Briefe geschrieben haben, dass sie bitte nicht abgeschaltet werden, sollte uns das Gas ausgehen. Und die logische Konsequenz ist, dass jede neue eingebaute Gasheizung das Problem vergrößert hätte. Unter diesem Eindruck, und es war ein breit geteilter Eindruck in der Gesellschaft, hat diese Koalition sich entschieden, den im Koalitionsvertrag verabredeten Zeitpunkt von 25 auf 24 nach vorne zu ziehen. Der Koalitionsausschuss im März 22, die Regierung mit dem Kabinettsbeschluss im April 23. Und dann ist etwas passiert, das konstatiere ich. Diese Bedrohungslage ist handhabbar gemacht worden, im besten Fall verschwunden, durch eine große gemeinsame Kraftanstrengung. Aber das hat die Debatte verändert. Deswegen verändert sich jetzt auch der Gesetzentwurf, und zwar
Und das ist auch neu, und zwar, weil wir die kommunale Wärmeplanung verpflichtend vorsehen. Über die Größenordnung der Kommunen werden wir noch reden, aber verpflichtend vorsehen. Und das damit, so wie dargestellt, ändert sich der Eingang in das Gesetz. Der Kern des Gesetzes, die Dekarbonisierung der Wärme, nicht mehr immer neu Öl- und Gasheizung einbauen, der bleibt erhalten. Aber der Eingang ändert sich, weil sich einerseits die gesellschaftliche Notwendigkeit oder die gesellschaftliche Debatte verändert hat, natürlich richtigerweise zuzugeben, und gleichzeitig wir andere Möglichkeiten geschaffen haben. Damit verzahnen wir die kommunale Wärmeplanung mit dem Gebäudeenergiegesetz, so wie es der Leitplankenbeschluss der Fraktionsvorsitzenden gestern oder der Fraktion gestern vorsieht. Und damit lösen wir ein zweites Problem, einen gestuften Einstieg in das Gebäudeenergiegesetz bzw. in die Art des Heizens. Denn es ist ja so, dass viele, gerade große Städte, schon Wärmepläne haben. Es ist so, dass viele Bundesländer bereits Wärmeplangesetze haben. Die sind schon auf dem Weg, die werden 24, vielleicht 25 fertig sein. Es ist ja nicht so, dass bis 28 gar nichts passiert, sondern es geht jetzt allmählich in das Gesetz, und damit lösen wir auch die Fragen, die geklärt oder die aufgeworfen wurden, als es darum ging, ob genug Handwerker da sind oder der Hochlauf von Technik mithält. Was ich damit sagen will, ist, wir sollten uns ehrlich machen. Es gibt ein Spannungsverhältnis. Es wäre blind, das zu ignorieren. Aber wir sollten nicht aufhören, dafür zu arbeiten, das Mögliche immer wieder zu erweitern und zu machbaren. Dafür zu arbeiten, die Möglichkeiten, die Optionen, die die Politik und die das Land hat, zu erweitern. Und das haben wir getan. Ich freue mich auf die Beratung. Vielen Dank. Der Bundeswirtschaftsminister mit einer Erklärung für die Veränderung seines ursprünglichen Gesetzes. Interessant war noch einmal der Hinweis, dass die kommunale Wärmeplanung, die ja jetzt erst nach vorne tritt, bis zu 10.000 Einwohnern gilt, die bisher. Alle, die unter 10.000 Einwohner in Städten wohnen, sind momentan auch davon betroffen, dass ab 1.1.24 dann Heizungen eingebaut werden müssen, die 65%ig erneuerbare Energien haben. Jens Spahn für die Union. Streit, Koalitionspapier. Gleich am nächsten Tag wieder Streit, neues Papier, wieder Streit. Die Ampel und das Gag, das ist längst ein Running Gag, nur kein lustiger. Also jetzt wieder ein Papier. Dieses Mal zwei Seiten Leitplanken, zwei Monate nach dem Kabinettsbeschluss. Das sind Leitplanken für eine Koalition, die längst den Kurs verloren hat. Und das ist das eigentliche Problem in dieser Debatte. Das, was Sie hier heute machen, ist und bleibt eine Farce. Herr Minister, das Gesetz, das Sie hier gerade eingebracht haben, ist nach dem, was in diesen Leitplanken steht, das Papier nicht mehr wert, auf dem es geschrieben ist. Es ist ein Gesetz für die Tonne. Und deswegen ist es eine Zumutung für dieses Parlament, dass wir heute zu diesem Entwurf eine erste Lesung machen. Und es ist übrigens ein Geheimnis der FDP, das muss man ja auch mal sagen. Sie haben im Kabinett diesem Gesetz zugestimmt, um anschließend dafür zu kämpfen, dass es eine 180-Grad-Wende gibt. Wenn man Frust in der Politik befördern will, dann muss man sich genau so verhalten. Auch das ist ein Problem unserer Zeit, wie hier aktuell Politik gemacht wird. Und bei den Leitplanken ist ja nichts klar. Minister Habeck heute Morgen im Radio zu Ihren Leitplanken. Da stehen sehr viele ungenaue Formulierungen drin. Da stehen also noch interessante drei Wochen vor uns. Das ist jetzt kein Gesetzestext. Ja, Herr Minister, da haben Sie recht. Und damit haben wir es quasi regierungsoffiziell. Der Minister sagt selbst, dass das, was wir hier diskutieren, im Grunde noch nicht klar ist. Und ja, Frau Mialic, das nenne ich ein verkorkstes Verfahren. Was ist es denn sonst, nachdem der Minister das selbst heute Morgen so gesagt hat? Und es ist eine Zumutung, dass wir hier eine erste Lesung machen zu einem Gesetz, das veraltet ist. Es ist eine Zumutung, dass Sie gestern im Ausschuss per Mehrheit abgeblockt haben, dass überhaupt diskutiert wird über die Leitplanken und das Gesetz. Und es ist eine Zumutung, dass Sie uns bis jetzt noch nicht zugesagt haben, dass nächste Woche Anhörungen stattfinden sollen, wo denn neue Gesetzestexte vorliegen. Wir sollen eine Anhörung machen, die Experten sollen sich verhalten zu einem Gesetz, das obsolet ist. Keiner weiß, was jetzt kommt. Dieses ganze Verfahren hier im Deutschen Bundestag ist eine Zumutung und der Würde des Deutschen Bundestages nicht angemessen. Das hat es in 16 Jahren übrigens nicht gegeben, ein solches Verfahren. Das will ich auch mal ziemlich klar sagen. Ja, doch.
Das muss man auch mal dazu sagen. Ziehen Sie diesen alten Gesetzentwurf zurück. Er hat hier im Deutschen Bundestag keine Mehrheit. Er hatte nie eine. Dass das hier bis zum Sommer entschieden wird, in zweiter, dritter Lesung, das ist nur für die Grüne Partei wichtig. Das ist nur für die Gesichtswahrung des Ministers wichtig. Es ist für die Bürgerinnen und Bürger, das Land und den Klimaschutz aber viel wichtiger, dass wir ein gutes, ein vernünftiges, ein fachlich ordentlich beratendes Gesetz machen. Das ist das Entscheidende und nicht die Frage, ob Sie bis zum Sommer fertig sind oder nicht. Und deswegen braucht es ein ordentliches Verfahren. Und wenn man dann mal hinschaut, sind ja wieder viele Fragen offen. Wenn ich nächstes Jahr als Bürger eine Gasheizung einbaue, muss ich die dann 2028 wieder ausbauen, wenn eine Wärmeplanung da ist? Sie sagen ja, Sie sagen nein. Wird es vor Einbau einer Gasheizung eine verpflichtende Beratung geben, sagen die Grünen, oder ein Beratungsangebot, sagt die FDP. Ein ziemlicher Unterschied. Wird es eine Förderung geben und wenn ja, welche, für wen, in welcher Höhe? Und technologieoffen, Herr Kollege Vogel, ich habe gesagt, es ist scheinbar technologieoffen, scheinbar die richtige Richtung. Ob es so kommen wird, können wir ja noch gar nicht sagen, weil keiner die Gesetzestexte kennt. Und das alles zeigt, wir brauchen ein vernünftigen Gesetzentwurf, um hier eine ordentliche Beratung zu machen. Sie wissen ja selbst gar nicht, worüber Sie hier reden. Und das eigentliche Problem ist ja noch viel grundsätzlicher. Mitten in der Krise, Krieg in Europa, Rekordinflation, Rezession, Migration, Klimawandel, mitten in diesen vielen Krisen streiten Sie und streiten und streiten. Während der Kanzler ist heute einmal mehr nicht da, während der Kanzler abtaucht, was der eigentlich will, weiß keiner. Wo ist Olaf, möchte man ja sagen, statt OWD. Während Wut, Frust, Polarisierung im Land dramatisch wachsen. Falls Sie wirklich verstanden haben sollten, was gerade bei uns im Land passiert, dann kann ich nur sagen, ziehen Sie dieses Gesetz zurück, machen Sie ein ordentliches Verfahren. Machen Sie ein Verfahren, bei dem Vertrauen wieder wachsen kann und nicht ein Verfahren, bei dem weiter Vertrauen zerstört wird. Jens Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union, hat gesagt, Ihr Gesetz ist für die Tonne. Sehr viele ungenaue Formulierungen. Das ist noch kein Gesetzestext, das habe auch der Bundeswirtschaftsminister heute im Radio zugegeben. So könne man hier mit dem Parlament nicht umgehen. Stadtentwicklung und Bauwesen, Clara Geiwitz. Ja, und in der Debatte die nächste auch zuständige Ministerin, nämlich Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der Bundestag berät heute in erster Lesung des Gebäudeenergiegesetzes, wie es vom Deutschen Bundeskabinett verabredet wurde. Und die Fraktionen haben signalisiert, dass sie Veränderungsbedarf haben. Ich sehe das als Ausdruck eines souveränen, eines selbstbewussten Parlaments. Und ich wundere mich etwas, dass diese Selbstverständlichkeit auf Verwunderung stößt. Ist es wichtig, hat Jens Spahn gefragt, ist es wichtig, dass dieses Gesetz verabschiedet wird? Ja, aus zwei Gründen. Zum einen, Deutschland hat Heizung. Wir diskutieren seit Wochen aufgeregt über Heizung. Das ist sicherlich auch eine Reaktion darauf, dass wir über viel zu lange Zeit nie über Heizung gesprochen haben. Aber es ist natürlich etwas, was hoch emotional ist, was jeden betrifft und natürlich bei vielen Hausbesitzern die Frage aufwirft, kann ich mir das leisten, wenn ich eine andere Heizung brauche? Und es ist aus einem anderen Grund auch noch wichtig, nämlich der Klimaschutz. Die AfD hat ja gesagt, wir haben kein Problem, das ist sowieso alles nur eine Erfindung. Und ich war gestern mit Steffi Lemke in der Hasenheide. Ich war in der Hasenheide und da kann man jetzt schon im Juni sehen, wie die Wiesen vertrocknen, wie die Birken umfallen, wie die Flüsse. Ja, und Sie stellen sich hin und brüllen und sagen, das muss alles gar nicht sein, liebe Bürger. Das ist doch gar nicht wahr, dass es ein Problem mit dem Klima gibt. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen handeln. Und die Zeit drängt erheblich, weil 2045, das ist für den Gebäudesektor quasi übermorgen. Und für einen Austausch dieser riesigen Heizungsflotte ist es eigentlich viel zu spät. Wir sehen das in anderen Ländern.
das vor Jahrzehnten in die kommunale Wärmeplanung eingegangen wurde. Und Robert Habeck hat darauf verwiesen. Natürlich ist die Frage, was traut man sich eigentlich zu, mit einer Gesellschaft zu diskutieren, welche Veränderungen auf uns zukommen, damit wir dieses Ziel 2045 klimaneutral tatsächlich erreichen. Da werden wir Fragen stellen, die sehr emotional werden. Das heißt, wie wird unsere Wirtschaft aussehen? Wie werden wir Verkehr organisieren? Und ja, auch wie heizen wir? Und das hat auch die Vorgängerregierung schon angefasst. Dieses Gebäudeenergiegesetz ist noch von der Großen Koalition. Und im Gebäudeenergiegesetz der Großen Koalition gab es auch schon eine Regelung zum Heizungsaustausch. Und zwar für 30 Jahre alte Konstanttemperaturkessel in Gebäuden, deren Besitzer diese nach dem 1. Februar 2002 erworben haben. Das war die Reformgeschwindigkeit der Vorgängerregierung. Und mit dieser Geschwindigkeit werden wir bis 2045 niemals klimaneutral im Gebäudebereich. Und das ist ein gewaltiger Transformationsprozess. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir auch einen Hinweis bekommen haben von den Regierungsfraktionen, dass sie sich wünschen, dass wir dieses Gebäudeenergiegesetz noch viel stärker mit der kommunalen Wärmeplanung aus meinem Haus in Vorbereitung verknüpfen. Die Wärmeplanung des Gesetzes ist jetzt gerade in der Anhörung mit den Verbänden. Und es soll dazu dienen, dass die Kommunen einen Plan machen, welche Potenziale sie haben, die man noch nutzen kann an Geothermie, an Abwasserwärme, an Abwärme von vorhandenen Industriebetrieben, Rechenzentren etc. Und dass sie die Bürger orientieren, in welchen Bereichen ihrer Stadt zum Beispiel eine zentrale Fernwärmeversorgung geplant wird und in welchen nicht. Diese Verknüpfung ist sehr sinnvoll, denn das, was die Menschen wollen, ist Orientierung. Es geht darum, dass wir gemeinsam mit den Bürgern in diesem Land die Modernisierung im Heizungskeller schaffen, und zwar verlässlich, möglichst effizient, indem wir zentrale Wärmeversorgungssysteme ausbauen. Und am Anfang sind das große Investitionen, die aber dazu führen, dass wir zum einen CO2 einsparen, dass wir aber auch eine effiziente und preisstabile Wärmeversorgung hinbekommen. Denn wer glaubt, dass Gas in den nächsten Jahrzehnten unendlich zur Verfügung steht, und wer glaubt, dass Gas und Öl mit der CO2-Bepreisung so preiswert sind, wie sie vor dem 24. Februar waren, der streut den Menschen Sand in die Augen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir diesen schwierigen Aushandlungsprozess ehrlich angehen, mit allen Restriktionen, die damit einhergehen. Sich einen schlanken Fuß zu machen oder einfach nur Brechstange zu rufen, löst das Problem leider nicht. Herzlichen Dank. Die Bundesbauministerin Clara Geiwitz, die Jens Spahn widersprach, dass dieses Gesetz nicht unbedingt vor der Sommerpause verabschiedet werden muss. Sie sagt, es ist dringend notwendig. Gibt es eine Kurzintervention von der Kollegin Lai aus der Fraktion Die Linke? Ja, vielen Dank, Karin Leih, Präsidentin. Ich bin leider nicht dazu gekommen, meine Frage persönlich zu stellen. Und die Notwendigkeit kommunaler Wärmeplanung und ökologischen Wärmewende ist ja das eine. Aber die entscheidende Frage bei diesem Gesetz ist doch auch, wie Mieterinnen und Mieter nicht stärker belastet werden durch diesen Gesetzentwurf. Denn sie stehen doch jetzt schon mit dem Rücken zur Wand. Und deswegen müssen wir dafür Sorge tragen, dass Mieterinnen und Mieter nicht stärker belastet werden. Und der wirklich einzige konkrete Vorschlag, der heute schwarz auf weiß dafür vorliegt, ist unser Vorschlag, nämlich die Modernisierung. Umlage abzuschaffen. Und ich habe von der Koalition bisher nur gehört, man wollte Mieterinnen und Mieter irgendwie weiter entlassen, aber es ist nicht konkretisiert. Und auch der Präsident des Deutschen Mieterbundes hat das scharf kritisiert und gesagt, eine weitere Modernisierungsumlage ist der falsche Weg. Was wir tatsächlich brauchen, ist diese Umlage der Investitionskosten auf die Mieterinnen und Mieter abzulehnen. Und deswegen muss die Modernisierungsumlage endlich abgeschafft werden. Frau Ministerin, möchten Sie antworten? Gut darüber informiert, dass für Mietrecht der Kollege Buschmann zuständig ist. Deswegen habe ich mich in meinen Ausführungen auf die Wärmeplanung konzentriert, für die mein Haus zuständig ist. Aber ansonsten ist Ihnen sicherlich klar, dass gerade die Belastbarkeit der Mieterinnen und Mieter mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe das auch den Leitplanken der Koalitionsfraktion entnommen, dass dieses Thema sehr intensiv diskutiert wird. Und das wird es sicherlich im weiteren Gesetzgebungsverfahren auch. Herzlichen Dank.
Nächster Redner in dieser Debatte für die AfD-Fraktion, Marc Bernhard. Marc Bernhard ist der baupolitische Sprecher der AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nach über 2 Monaten Streit in der Koalition bringen Sie heute ernsthaft Ihren unveränderten Referentenentwurf aus dem April ein, bei dem Sie schon selber festgestellt haben, dass er untauglich und nicht umsetzbar ist. Das ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und gestern legen Sie dann 2 Seiten sogenannte Leitplanken für den Heizungshammer vor und weigern sich gleichzeitig, dem zuständigen Ausschuss zu erläutern, was diese sogenannten Leitplanken bedeuten und wie sie zu interpretieren sind. Der einzig plausible Grund dafür ist, dass Sie es selber noch gar nicht wissen. In der nächsten Sitzungswoche wollen Sie also eine Expertenanhörung zu einem Gesetzentwurf abhalten, von dem Sie jetzt schon wissen, dass er untauglich und nicht umsetzbar ist. Was soll solch eine unsinnige, sinnlose Anhörung? Sie verhöhnen so das Parlament und die Menschen da draußen. In allen Medien suggerieren Sie, dass der Heizungshammer angeblich um 4 Jahre verschoben wird. Das ist schlichtweg falsch, denn davon steht nichts in Ihren sogenannten Leitplanken. Denn Gasheizungen sind nach wie vor ab 2024, also in 6 Monaten, verboten. Außer sie können auf Wasserstoff umgerüstet werden. Aktuell gibt es aber nur Gasheizungen, die mit maximal 30% Wasserstoff betrieben werden können. Die Umstellung einer Gasheizung auf 100% Wasserstoff ist laut Expertenstand heute schlicht nicht möglich. Das, was Sie hier also in Ihrem sogenannten Leitplanken fordern, ist technisch gar nicht machbar. Und in Neubaugebieten dürfen Gasheizungen überhaupt nicht mehr eingebaut werden. Und da Sie für Ölheizungen keine Ausnahmeregelung formuliert haben in Ihren sogenannten Leitplanken, müssen wir davon ausgehen, dass der Einbau komplett verboten ist. Außerdem steht heute schon im Gesetz, dass Öl- und Gasheizungen in der Regel nach 30 Jahren ersetzt werden müssen. Allein im nächsten Jahr werden 7 Millionen Öl- und Gasheizungen über 30 Jahre alt sein. Also was hat sich denn jetzt im Vergleich zu Ihrem bisherigen Heizungshammer Wesentliches verändert? In der Praxis absolut gar nichts. Der Einbau von Ölheizungen ist nach wie vor verboten. Gasheizungen können nur eingebaut werden, wenn sie auf Wasserstoff umgebaut werden können. Anlagen, die von Ihnen geforderten 65% Wasserstoffbeimischung erfüllen, gibt es Stand heute überhaupt gar nicht. Und in Neubaugebieten ist der Einbau von Gasheizungen komplett verboten. Das Einzige, was Sie tatsächlich Wesentliches geändert haben, ist, dass man auch noch ein verpflichtendes Beratungsgespräch wie beim Schwangerschaftsabbruch führen muss, damit man sich überhaupt noch eine wasserstofftaugliche Heizung kaufen darf. Also die Beratung, die die Mehrheit von Ihnen beim Schwangerschaftsabbruch abschaffen will, wo es um eine Entscheidung über Leben und Tod geht, die wollen Sie hier jetzt für den Kauf einer Gasheizung verpflichtend einführen. Das ist vollkommen irre. Ihre sogenannten Leitplanken sind also nichts anderes als ein mediales Ablenkungsmanöver, um den Menschen Sand in die Augen zu streuen und sie in falscher Sicherheit zu wiegen. Der Heizungshammer ist nicht verschoben. Er kommt, und zwar mit voller Wucht, in 6 Monaten. Der nächste Redner in der Debatte über das Gebäudeenergiegesetz hier im Bundestag in erster Lesung kommt von der FDP, Lukas Köhler. Er ist der zuständige Fraktionsvize und hat an diesem Gesetz sehr viel mitgearbeitet.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist die Aufgabe des Parlaments. Die Aufgabe des Parlaments ist, kluge Gesetze zu beschließen. Das ist der Souverän, der das tut, und das machen wir. Und das heißt, wir diskutieren die Sachen. Wir haben aber noch eine zweite Aufgabe. Wir müssen hier darüber diskutieren, wie diese Gesetze gut werden und die Unterschiedlichkeit darüber, was das bedeutet, auch klar machen. Und wir diskutieren hier darüber, wie wir dieses Gesetz erklärbar machen, weil das ist das, was die Menschen von uns erwarten. Ein erklärbares Gesetz, das darauf verweist, was bedeutet es für mich, dass wir in diesem Land 2045 spätestens klimaneutral sind. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und das tun wir. Das tun wir, indem wir miteinander beraten. Und das tun wir dadurch, dass wir dieses Gesetz, das von der Bundesregierung vorgelegt wurde, jetzt versehen mit Leitplanken in eine neue Richtung drehen. Dass wir einen wirklichen, erklärbaren Entwurf und dann auch ein erklärbares, gutes Gesetz daraus machen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und das ist es, was die Leitplanken uns jetzt vorgeben. Das ist die Richtung, in die wir gehen. Und dann werden wir ein gutes Gebäudeenergiegesetz machen. Das ist die Herausforderung. Ich will kurz erklären, woran das hängt. Ich glaube, der Fokus dieses Gesetzes war falsch, weil er war erst nur rein auf die Heizung gerichtet, auf die Frage, welche Heiztechnologie eingebaut werden muss. Es kommt aber ein zweiter, ganz wesentlicher Effekt dazu. Denn erst muss der Staat vorlegen, wie soll es mit meiner Heizung, mit meinem Heizsystem vor Ort weitergehen. Dazu muss die Kommune eine Wärmeplanung machen. Und dann muss der Bürger darauf abgestimmt frei entscheiden können, was er bei sich einbaut. Und das ist die Herausforderung. Das ist es, was wir jetzt neu schaffen. Das ist es, warum dieses Gesetz jetzt gut wird. Weil die Menschen wissen, was sie bei sich einbauen. Ob sie Fernwärme nutzen, ob sie eine mit Wasserstoff betriebene Gasheizung nutzen, ob sie Holz und Pellets einsetzen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und das klären wir jetzt und das erklären wir jetzt dadurch, dass das ein gutes Gesetz wird. Die Bürger fragen sich in diesem Land, wie geht es weiter? Und diese Sorge können wir Ihnen jetzt nehmen. Natürlich kommt jetzt ein Gesetz der Bundesregierung in die erste Lesung. Es gibt das sogenannte Strucksche Gesetz. Das heißt, jedes Gesetz, das diesen Bundestag verlässt, sieht anders aus, als es hier reingekommen ist. Und das ist es, was mit diesem Gesetz passieren wird. Natürlich verändern wir das. Natürlich nehmen wir die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst. Und das ist doch die Herausforderung. Das ist es, was wir mit diesem neuen Gebäudeenergiegesetz schaffen werden, dass es endlich dafür gesorgt wird, dass wir ein erklärbares Gesetz vorlegen. Herr Dr. Köhler, apropos Ernst. Der Kollege Ernst möchte eine Zwischenfrage stellen. Wollen Sie die zulassen? Ja. Gut. Danke, Herr Dr. Köhler, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gesagt, der Bundestag hat die Aufgabe, dann vernünftige Gesetze zu machen. Da haben Sie sicher vollkommen recht. Das Problem bei diesem Gesetz war ja nun, dass es in einem Zustand ins Parlament eingebracht wurde, dass selbst ein Teil der Regierungskoalition, nämlich die FDP, das Gesetz gestoppt hat. Im Gegensatz zu vielen anderen möchte ich Ihnen sagen, ich bin Ihnen da ausdrücklich dankbar dafür, dass die FDP das gemacht hat. Weil so wie das Gesetz eingebracht wurde, war es schlichtweg nicht umsetzbar. Aber jetzt haben wir ein Problem. Wir beraten jetzt, oder wir sollen, und das sage ich jetzt ganz bewusst als Vorsitzender des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, wir sollen nächste Woche eine Anhörung machen zu diesem Gesetz. Aber wir sollen über das Gesetz selber eigentlich gar nicht reden. Sie reden ja auch nicht über das Gesetz, Sie reden über einen Leitplanken. Aber diese Leitplanken sind nicht das Gesetz. Warum bitte geben Sie dem Parlament nicht genügend Zeit, ein Gesetz zu beraten, wo drin steht, was wirklich passieren soll, sondern warum sollen wir nur über Leitplanken reden, wo keiner weiß, wie sie das eigentlich im Gesetz umsetzen wollen. Das ist ein parlamentarisches Verfahren, das ich so überhaupt nicht akzeptiere. Und bin ich voll bei denen, die sagen, das geht so nicht, Herr Köhler. Lieber Ernst, Sie Ausschussvorsitzender. Entschuldigung, Herr Köhler, bin noch nicht fertig. Und der zweite Punkt in damit der Rolle. Es geht doch jetzt darum, also Herr Ernst, das sollte eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung sein, die jetzt aber nicht über 4 Minuten. Nein, keinesfalls, Frau Präsidentin. Aber man darf eins nicht machen, jedem, der das Verfahren kritisiert, im Prinzip zu unterstellen, er wäre ein Klimaleugner. Ich habe das in vielen Diskussionen inzwischen rausgehört. Es geht darum, ein vernünftiges Gesetz zu machen, das die Leute mitnimmt. Und dazu braucht man ein ordentliches parlamentarisches Verfahren. Kommen Sie in sich, gehen Sie in sich und versuchen Sie, das zu gewährleisten. Zurzeit sehe ich dieses Verfahren nicht vernünftig. Lieber Herr Ernst, danke für die Zwischenfrage. Als Antwort darauf gibt es, glaube ich,
zwei Teile, die ganz wesentlich sind. Das erste ist doch, Sie haben mit der zweiten Bemerkung völlig recht, wir haben in diesem Land gesehen, was dieses Gesetz ausgelöst hat. Wir haben in Debatten gesehen, wie freie Wähler in reinen Populismus verfallen, weil sie von der AfD Stimmen abfangen wollen. Wir haben gesehen, wie dieses gesamte Gesetz, wie dieses gesamte Land darüber diskutiert und ringt, wie es ein gutes Gesetz wird. Und das ist die Aufgabe, die wir an einem parlamentarischen Verfahren haben, daraus ein gutes Gesetz zu machen. Dazu wird in einem Ausschuss diskutiert. In dem Maschinenraum dieser Demokratie wird von den Abgeordneten diskutiert und das Gesetz verbessert. Und dazu wird auch darüber diskutiert, wie ein Gesetz weiterentwickelt wird. Und dazu gibt es ein ganz normales Verfahren, in dem wir stecken und das wir jetzt umsetzen werden. Lieber Herr Ernst, ich frage mich, wie Sie Demokratie und demokratische Verfahren verstehen. Natürlich ringen wir jetzt darum. Und natürlich hat die Diskussion in der Öffentlichkeit einen ganz wesentlichen Anteil daran, wie wir dieses Gesetz jetzt besser machen. Und natürlich hat die Debatte in diesem Parlament, ist ja nicht die erste Debatte, die wir über das Gebäudeenergiegesetz führen, einen ganz wesentlichen Anteil. Der Kern des Gesetzes musste verändert werden. Der Kern des Gesetzes musste so verändert werden, dass wir sagen, und ich wiederhole es, erst muss die Kommune sagen, was geht bei mir vor Ort, und dann muss der Bürger sich darauf abgestimmt frei entscheiden können. Und das ist es, was sehr, sehr klar auch aus den Leitplanken hervorgeht. Das ist aber auch das, was in der Bevölkerung jetzt schon lange diskutiert wird. Und deswegen glaube ich, und da vertraue ich darauf, dass Sie auch in der Linken diese Ideen nachvollziehen können und das in einem parlamentarischen Verfahren diskutieren können. Das wird dann zu einem guten Gesetz. Vielen Dank. Wir haben ein Verfahren, und deswegen würde ich hier an dieser Stelle auch noch mal auf den Kollegen Spahn eingehen wollen. Sie haben gesagt, so ein Verfahren hätte es in den 16 Jahren Union nicht gegeben. Und eigentlich bringe ich diese 16 Jahre gar nicht auf, weil wir machen Politik für die Zukunft und mich interessiert wenig, was die Union in der Vergangenheit gemacht haben. Aber weil Sie das Thema angesprochen haben, lieber Herr Spahn, ich kann mich an unterschiedliche Gesetzgebungsverfahren in unserer letzten Oppositionsregierung, Oppositionszeit erinnern, die ziemlich in die Hose gegangen sind. Aber ich möchte mal darauf eingehen, was die Idee der Union war. Sie hätten dieses Gesetz, von mir aus auch in so einem Verfahren, vor 16 Jahren machen müssen. Sie hätten 2015 ein Gebäudeenergiegesetz vorlegen müssen, das dafür sorgt, dass die Menschen wissen, wie es mit ihrer Heizung weitergeht. Weil das wäre dann genügend Zeit gewesen. Das wären dann die 30 Jahre gewesen. Warum diskutieren wir denn diese Themen? Weil die Leute Antworten brauchen darauf, wie Klimaschutz und Bezahlbarkeit funktionieren soll. Weil die Leute Antworten darauf brauchen, wie es weitergehen soll. Und das haben sie nicht gemacht. Was ist denn stattdessen die Idee der Union gewesen? Ein Ölheizungsverbot und das, was jetzt von der Leyen auf europäischer Ebene macht, ein Gasheizungsverbot ab 27, das ist die Idee der Union. Das ist doch Wahnsinn. Herr Spahn, warum stellen Sie sich nicht hier hin und sagen, wir werden auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass unsere Kommissionspräsidentin dafür sorgt, dass dieser ganze Wahnsinn, der auf EU-Ebene jetzt da kommen soll, nicht durchgesetzt wird. Das wäre die Antwort gewesen, die Leute von Ihnen erwarten. Das ist doch das Trauerspiel. Sie haben keine eigenen Antworten. Und deswegen sorge ich mich darum, wie Sie als Opposition dieses Gesetz begleiten werden. Wenn Sie jetzt sagen, wir müssen dieses Gesetz weiter diskutieren, gut, wenn Sie sagen, das hat sich um 180 Grad gedreht, das ist gut, dann geht das in die richtige Richtung. Ich erwarte aber auch von Ihnen, dass Sie diese Debatte auf europäischer Ebene entsprechend klären. Das muss doch dazu parallel gesagt werden. Wir müssen eine geeignete Gesetzgebung haben, die den Menschen in Deutschland erklärt, in welche Richtung wir vorgehen. Das tun wir mit den Leitplanken, das werden wir mit dem Gebäudeenergiegesetz tun. Wir werden ein gutes Gesetz machen, und das ist die Herausforderung und Verantwortung, die wir haben, die wir dann umsetzen und der wir uns stellen. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielleicht reden ja Koalition und Opposition aneinander vorbei. Wenn Herr Köhler sagt, der Kern des Gesetzes muss verändert werden, dann stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage, welcher Textgrundlage sollen die Experten kommenden Mittwoch hier im Bundestag Stellung nehmen. Ralf Lenkert jetzt für die Linke, Sprecher für Energie und Klimaschutz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich frage mich, wie schafft es die Ampel, immer wieder gute Ideen so vor die Wand zu fahren, dass sie keiner mehr hören will? Wie schaffen Sie es, Vertrauen komplett zu zerstören? Wenn ich in einem Dorf in meiner Heimat Thüringen das Wort Heizungstausch in den Mund nehme, dann habe ich Glück, wenn die Leute nur Wutreden halten und mich nicht rauswerfen. Ich sage es klar, der Heizungstausch ist notwendig, damit Wohnungen langfristig warm bleiben, wenn Erdgas und Öl unbezahlbar werden, aus welchen Gründen auch immer, sei es wegen Krieg oder wegen Spekulation und auch wegen dem Kampf gegen die Klimaprobleme. Und selbst die verkorkste Ampelplanung könnte man korrigieren.
Aber wie Sie kommunizieren, wie Sie Vertrauen zerstören, wie Sie mit halbgaren Ideen Akzeptanz vernichten und nochmal, wie Sie kommunizieren und wie Sie Angst auslösen, ist unterirdisch, ist zum Kotzen und der Schaden, den Sie damit auslösen, wird weit über Ihre Regierung hinauswirken. Ich hoffe und wäre ich religiös, würde ich beten, dass Sie die Wärmewende nicht komplett an die Wand gefahren haben. Ich sage es unmissverständlich. Sie haben die Verantwortung, umsetzbare Vorschläge zu machen, die die Gesellschaft auch leisten kann, und so zu kommunizieren, dass die Bevölkerung es auch versteht. Das heute eingebrachte Gesetz ist immer noch der grottenschlechte erste Entwurf. Doch statt Veränderung an den schädlichen Paragraphen präsentiert die Ampel Leitplanken. Leitplanken unverbindlich und teils so vage, dass niemand weiß, was schlussendlich herauskommen wird. Wenn verbindliche kommunale Wärmeplanungen kommen, das wäre gut. Wärmenetze ausbauen und stärken, auch als Energiespeicher betrachten, wäre eine richtige Erkenntnis. Verpflichtende Vorgaben erst bei vorhandenen kommunalen Wärmeplänen, damit nähern Sie sich immerhin realen Möglichkeiten. Über 15 Millionen Heizungen müssen umgestellt werden. Und da schlagen Sie vielleicht 1,5 Milliarden Förderung vor? Da hätten Sie die 1.000 Euro pro Heizungstausch bei den Kosten für Eigentümer viel zu wenig. Das ist doch absurd. Und woher sollen eigentlich die Handwerker kommen? Richtig krass schlimm wird es für Mieterinnen und Mieter. Ihnen droht eine weitere Modernisierungsumlage. Auf die horrenden Mietpreise obendrauf. Unfassbar, unerträglich. Und die Ampel ignoriert, was sie anrichtet, aber das machen sie mit ganzer Kraft. Liebe Bürgerinnen und Bürger, als Techniker bin ich mir sicher, dass die Strom-, Wärme- und Wasserstoffinfrastruktur auf die Wärmewende ausgebaut werden muss und dass dann eine soziale Wärmewende möglich ist. Warmmietenneutralität garantieren und Modernisierungsumlagen abschaffen, das schafft notwendige Sicherheit für Mieterinnen und Mieter. Ausreichende Unterstützung von Wohnungsunternehmen, damit sie den Umbau stemmen können, unverzichtbar. Heizungstausch, auch notwendige Begleitinvestitionen fördern, eben auch notwendige neue Heizkörper und sonstige Sanierung. Und Fördermittel nach Einkommen für Eigenheime und Wohneigentum linear abnehmend, aber mit 100% Förderung für Transferleistungsempfängerinnen, 75% Förderung für zwei Personen mit 70.000 Euro im Jahr und für ein Paar mit 300.000 Euro und mehr, da braucht es keine Förderung. Zinsgünstige KfW-Kredite für den Eigenanteil bereitstellen. Und Kommunen mittels eines Förder- und Bürgschaftsprogramms die Sanierung ihrer Schulen und Gebäude ermöglichen, damit sie eben Vorreiter sind. Koalition, setzen Sie diese Vorschläge um. Ansonsten bleibt das Gesetz, was der Entwurf ist, Schrott. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert heute in erster Lesung über das Gebäudeenergiegesetz. Und der nächste Redner kommt von den Bündnisgrünen Kasem Taher Salih. Bitte ich wirklich alle noch mal im Namen auch der Würde des Hauses, auch bei hitzigen Debatten vielleicht das zu unterlassen. Das wäre auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, glaube ich. Die kennen die, aber das mag sein. Aber es gucken auch junge Zuschauer. Vielleicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht. Ich hoffe sehr, dass auch junge Menschen an Politik interessiert sind. Aber wir kommen jetzt weiter in der Debatte. Und als nächster Redner ist der Kollege Kasem Taher Salih für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dran. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verspreche Ihnen, weder kotzen noch rotzen werde ich hier nicht. Aber auch wenn wir uns. War keine Aufforderung. Auch wenn wir uns bei diesen sommerlichen Temperaturen gerade nicht vorstellen können, wir sind alle auf unsere Heizung im Winter angewiesen. Wir alle, ob wir es wohnen oder arbeiten. Bei der uns heute vorliegenden Novelle des Gebäudeenergiegesetzes handelt es sich um ein unvermeidbares und wirkungsvolles Gesetz für den Klimaschutz. Und bei so einem Gesetz ist es doch total logisch, dass es nicht seelenruhig durch gesetzesverfahrenstechnischen Gegebenheiten wandert, sondern dass dazu schon lange eine knallharte gesellschaftliche Auseinandersetzung
geführt wird. Und bei dem jetzt greifenden Abschluss vor der Sommerpause neigt sich diese Auseinandersetzung endlich dem Ende zu. Und damit sorgen wir für die nötige Planbarkeit und Verlässlichkeit für Eigentümer, Handwerkerinnen, Schornsteinfeger oder Energieberaterinnen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende für die Menschen da draußen. Der Weg bis dahin war nicht einfach, und als Bauingenieur kann ich sagen, unsere Gebäude sind nicht einfach. Dieses Gesetz betrifft die rund 21 Millionen unterschiedlichen Gebäude in unserem Land. Die Gebäude, in denen wir wohnen und auch arbeiten. Es betrifft Altbauten genauso wie Neubauten. Es betrifft Einfamilienhäuser genauso wie Krankenhäuser, das kleine Dorf genauso wie dicht bebaute Innenstadt und Gebäude in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen. Der Osten steht dabei mit mehr sanierten Gebäuden und den gut ausgebauten Fernwärmenetzen besser da. Als Teil der kommunalen Wärmeplanung spielen Wärmenetze künftig eine zentrale Rolle. Sobald die Wärmeplanung in einer Kommune abgeschlossen ist, können Verbraucherinnen und Verbraucher aus dem Föllen schöpfen und sich für die beste technologische Lösung entscheiden. Mit unterschiedlichsten Optionen neben Wärmepumpen ist ab 2024 auch das Heizen mit Holz und Wasserstoff möglich. Aber, hören Sie zu, aber hier ist Vorsicht geboten. Es handelt sich bei Holz und Wasserstoff um begrenzte und am Ende auch teure Rohstoffe. Das gehört zur Wahrheit deutlich dazu. Wer sich eine neue Heizung einbaut, muss deshalb ehrlich erfahren, welche Kosten im Betrieb der Heizung entstehen. Wir Bündnis Grüne werden uns in den kommenden Wochen deshalb auch um Verbraucherschutz bemühen, durch eine sozial gestaffelte Förderung, mehr Mieterschutz und Ausnahmeregelungen, die für alle nachvollziehbar sind. Meine Damen und Herren, und ich komme zum Schluss, ich bin optimistisch, dass wir diesen Endspurt gemeinsam für den Klimaschutz und am Ende für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land hinbekommen. Vielen Dank. Für die CDU hat jetzt ihr stellvertretender Parteivorsitzender und der Klima- und Energieexperte der Fraktion Andreas Jung das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Habeck, Sie haben vorher den Blick gerichtet auf das Klimapaket 2019. Sie haben die Bundeskanzlerin zitiert mit dem Satz, das sei die Kunst des Möglichen. Sie haben allerdings vergessen zu erwähnen, was damals ermöglicht wurde. Noch mehr haben Sie vergessen, dass in dem Verfahren, in dem Vermittlungsverfahren zwischen Bund und Ländern, das damals gemacht wurde und an dem die Grünen nicht nur beteiligt waren, sondern wo die Grünen am Ende zugestimmt haben, mit einer breiten politischen Mehrheit Dinge möglich wurden, die vorher nicht möglich gewesen sind. Wir haben damals die CO2-Bepreisung eingeführt. Dieses marktwirtschaftliche Instrument des Klimaschutzes, von dem das klare Signal ausgeht, wer bei Öl und Gas bleibt, der muss damit rechnen. Bei einem moderaten Einstieg, es wird niemand überfordert, der muss damit rechnen, dass Stück für Stück teurer wird. Aber so, dass marktwirtschaftliche Lösungen ermöglicht werden, das haben wir gemeinsam mit einem vereinbarten Pfad eingeführt und mit dem Blick auf Europa. Und ich sage es, Herr Köhler, sehr deutlich, das ist unser Weg in Europa. Und wir haben es durchgesetzt. Wo waren Sie da? Wo war die Bundesregierung, als wir dafür gekämpft haben, dass es einen Durchbruch gegeben hat in Brüssel für dieses marktwirtschaftliche Instrument der CO2-Bepreisung? Das haben wir im Dezember erreicht. Und das muss das Leitinstrument in Brüssel bleiben. Nicht Zwangssanierung, nicht Vorgaben für den Heizungstausch, marktwirtschaftliche Instrumente wie CO2-Bepreisung. Aber wir haben es damit verbunden, dass wir gesagt haben, es muss einen sozialen Ausgleich geben. Es muss Unterstützung geben. Es ist eingeführt worden, die Steuerförderung für die Gebäudesanierung, Heizung und Hülle zusammendenken, anders als Sie es machen, wo Sie nur an die Heizung denken. Heizung und Hülle gehören zusammen. Es braucht ein gemeinsames Konzept. Wir haben diese Steuerförderung eingeführt und sie wirkt. Kann man an den Zahlen ablesen. Erst als Sie die Pflichten in den Raum gestellt haben, die kommen sollen, da haben die Leute wieder auf die Fossilen gesetzt. Was Sie machen, das ist das Konjunkturprogramm für die Fossilen. Es gibt einen Run auf Öl- und Gasheizung. Sie erreichen mit denen, mit der Abkehr des Grundsatzes Fördern und Fordern. Das war unser Grundsatz. Ihr Grundsatz in diesem Gesetz, das jetzt vom Baum gefallen ist als überreife Pflaume. Ihr Grundsatz ist Verbieten,
verhindern. Und das ist die Abkehr und das führt zu dieser Verunsicherung. Und deshalb drängen wir darauf, und wir haben es mit unseren Vorschlägen hier immer wieder eingebracht, dass man ja beschleunigt, dass man technologieoffen ist, dass man aber auch sozial verträglich ist und immer damit mitdenkt, wie nehmen wir bei dieser Menschheitsaufgabe, Johannes Vogel hat es so genannt, wie nehmen wir bei dieser Menschheitsaufgabe Klimaschutz die Menschen so mit, dass die Akzeptanz erhalten bleibt. Und das ist die große Leerstelle in dem, was Sie Leitplanken nennen. Das ist ja eine bessere Pressemitteilung. Das ist die große Leerstelle. Sie haben die Förderung, die wir eingeführt haben, am Beispiel der Wärmepumpe, man hat 50% bekommen. Ihre Regierung hat die Förderung gekürzt, 40%. Dann haben Sie mit Frau Geiwitz gemeinsam einen Vorschlag gemacht, neue Förderung, 30%. Sonderfälle können mehr bekommen, aber für die Mitte der Gesellschaft, die hier angesprochen wird, 30%. Und in diesem Konzept jetzt steht kein Wort drin, wie die Förderung ausgestaltet werden soll. Ihr Konzept ist bei allen Koalitionsfraktionen durchgefallen. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Die Grünen wollen bis zu 80%. Die FDP ist irgendwie dagegen. Von der SPD weiß man es nicht. Es gibt keine Klarheit auf die Frage, die die Menschen im Land umtreibt. Was kommt auf mich zu? Was wird es kosten? Und welche finanzielle Förderung gibt es dazu? Sie haben jetzt die erste Lesung, darauf keine Antwort. Und dann wundern Sie sich, dass die Verunsicherung weitergeht. Und Gesamtkonzept und Technologieoffenheit, die Worte hören wir wohl. Wir wollen jetzt aber Taten sehen, weil Sie haben doch bisher auch schon gesagt, seid technologieoffen. Haben Sie in jeder Ihrer Rede gesagt, nur wenn man in Ihr Gesetz reingeguckt hat, dann war Technologieoffenheit Etikettenschwindel. Dann wurde Heizen mit Holz diskriminiert. Deshalb ist unsere Frage, wenn da jetzt drin steht, Heizen mit Holz soll gehen, aber Fehlanreize sollen vermieden werden. Was ist denn damit gemeint? Dieser Strauß an Vorgaben, der bisher drin steht, lauter Auflagen, die im Ergebnis dazu führen, dass Heizen mit Holz eben nicht geht, es keine Option ist, sondern oft eben doch wieder auf die Wärmepumpe rausläuft. Bekennen Sie sich in Ihren Reden dazu, Heizen mit Holz wird gleichberechtigt akzeptiert als eine Option, als eine Alternative, gleiches Recht für alle Ökoheizung. Das fordern wir und das haben wir bisher in Ihrem Konzept nicht erkennen können. Und auch bei der Fernwärme. Auch bei der Fernwärme wollen Sie doch erneuerbare Energien nicht in der ganzen Breite ermöglichen. Sie wollen Biomasse deckeln und Sie wollen den Anteil der Biomasse nicht ausbauen. Ihr Ziel steht ja in den Gesetzentwürfen drin. Ihr Ziel ist, den Anteil der Biomasse Stück für Stück zurückzufahren. Und das ist genau der falsche Weg. Eben nicht diese Einseitigkeit, die ganze Breite. Auch die Bioenergie ist eine wichtige Form für nachhaltige Energieerzeugung. Und diese Bundesregierung diskriminiert und deckelt fortlaufend die Bioenergie. Und deshalb wollen wir jetzt hier die Gesetze sehen. Und dann werden wir es prüfen. Wir fordern Technologieoffenheit, Sozialverträglichkeit. Nur so wird die Wärmewende zum Erfolg. Und das ist unser Ziel. Herzlichen Dank. Für die SPD kommt als nächster der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als jemand, der jetzt 17 Jahre Klimapolitik im Deutschen Bundestag macht, habe ich sehr aufmerksam diese Debatte bislang verfolgt. Und mir wird klar, was passieren kann, wenn wir nicht alle als Demokratinnen und Demokraten sehr sorgfältig mit dieser Debatte umgehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist völlig legitim, dass wir hier über Gesetze, über Inhalte diskutieren. Aber Herr Kollege Frey und Herr Kollege Spahn, Sie müssen schon aufpassen, dass, wenn Sie hier an die Grundfeste demokratischer Strukturen, diese in Frage stellen, über Vorgehen, ob diese Kritik eigentlich bei Ihnen einzahlt oder Wasser auf die Mühlen dieser Populisten sind, die dieses Land kaputt machen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin ausgesprochen dankbar, lieber Andi Jung. Leider warst du mit deiner Klimapolitik in den letzten Jahren nie symbolstiftend für die Politik der CDU. Aber wir sind jetzt in dieser Ampel in der Lage,
Und ich bin ausgesprochen dankbar den Kolleginnen und Kollegen der FDP und der Grünen, dass wir hier eine Herkulesaufgabe stemmen, dass wir uns das vorgenommen haben. Und wir werden das schaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn jetzt wird Klimaschutz konkret. Jetzt geht es um die Dinge, die jede und jede unmittelbar spüren werden. Es geht eben um Heizungssysteme. Es geht um Mobilität der Zukunft. Abstrakt sind alle immer für Klimaschutz. Aber wenn es konkret wird, sind die gesellschaftlichen Herausforderungen mannigfach. Und das erleben wir hier und heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen werden wir dieses nur stemmen können, und das ist der sozialdemokratische Ansatz in den letzten Jahren immer gewesen, wenn wir die ökologische Frage mit der sozialen und der wirtschaftlichen verbinden. Wir können es nicht einseitig lösen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen bin ich dankbar, dass das, was wir erarbeitet haben, ja, in mühseligen Diskussionen, dass diese Arbeit jetzt heute und gestern von denen gewürdigt wird, auf die es ankommt, zum Beispiel auf die kommunalen Spitzenverbände. Vielen Dank, dass dieser Weg jetzt konstruktiv von dieser Ebene begleitet wird. Das, finde ich, muss man hier betonen. Und lieber Andi Jung, wenn du die Bepreisung in den Mittelpunkt stellst, dann sage ich es noch einmal. Das sind fundamentale, grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, die wir haben. Und ich habe in der letzten Woche darauf hingewiesen, und der Kollege Merz, ich habe es im Protokoll noch mal nachgelesen, als ich gesagt habe, was heißt eigentlich Bepreisung, wie wir sie beschlossen haben, wenn wir es nicht flankieren? Es führt dazu, dass Leute schlichtweg sich nicht mehr leisten können, dann zu heizen und Mobilität. Da sagen Sie, da haben Sie zwischengerufen, Herr Kollege Merz, wie kommen Sie da drauf? Ich lade Sie wirklich ein zu einem Gespräch mal, wo wir uns den Bepreisung und Emissionspfad angucken. Er führt dazu, dass Sie soziale Ungleichheit bekommen und manifestieren in lebenswichtigen Elementen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist nicht unser Weg. Und deswegen ist es richtig, gerade die in den Mittelpunkt der Planung zu stellen, auf die es ankommen wird, ganz nach dem Motto der Vereinten Nationen, global denken, lokal handeln. Die Kommunen werden vor Ort regionale Unterschiede berücksichtigen können und auf die Wege setzen, die möglich sind, wenn es um zukünftige Wärmeversorgung geht. Das geht von Wärmepumpen, das geht über Geothermie, es wird über Fernwärme gehen. Die Möglichkeiten sind mannigfach, und diese Möglichkeiten, bis einschließlich auch Holz und Pellets, werden wir ermöglichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, und es ist richtig. Es ist noch nicht geklärt, und wir werden das in den nächsten 3 Wochen klären müssen. Wir haben die Mieterinnen und Mieter in den Blick zu nehmen. Aber wir haben natürlich auch die Vermieter in den Blick zu nehmen, weil es bringt nichts, wenn die Modernisierung nicht erreicht wird im Gebäudebestand. Und insofern sind das eben auch Interessenskonflikte, die wir hier lösen müssen, wenn wir politische Verantwortung übernehmen. Wir wollen, dass hier niemand überfordert wird. Deswegen stehen die Mieterinnen und Mieter bei uns auch im Zentrum. Und am Ende, und das muss man auch sagen, geht es nur, wenn dieser Staat, wenn diese Gemeinschaft die Menschen unterstützt auf diesem Weg. Deswegen wird es um Förderung gehen. Und natürlich ist es auch hier so, das darf man überhaupt nicht verschweigen, dass zwischen FDP, zwischen Grünen und SPD ein unterschiedlicher Ansatz besteht, wenn es um Finanzierung des Staates und dieser Maßnahmen geht. Aber ich bin sicher, auch nach den letzten Tagen, wir werden das stemmen und wir werden hier eine Lösung anbieten. Ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Carsten Hilse. Wertes Präsidium, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, wieder und wieder und wieder werden von der Ampel, getrieben von der grünen Klimasekte, verheerende Gesetzentwürfe vorgelegt und gegen jede Vernunft unter Missachtung sämtlicher Regeln dieses Hohen Hauses durchgepeitscht. Hauptsache, es dient der Klimaideologie der Grünen Kommunisten. Ein Gesetz, das alle Haushalte, alle Firmen, alle Vermieter, alle Mieter, alle Eigenheimbesitzer, alle Kommunen, also wirklich praktisch alle betrifft. Sie sollen, geht es nach dem Willen der Grünen aller Parteien, gezwungen werden, bis 2045 klimaneutral zu heizen.
Mit den Erfahrungen aus der Corona-Diktatur macht man sich daran, alle Bürger unter ein Klimajoch zu pressen. Forsa-Chef Güllner veranlasste dies zur Aussage, Zitat, frühere SPD-Wähler haben den Eindruck, dass sich ihre Partei einer Art grüner Diktatur beugt, und konkretisiert, wenn eine kleine elitäre Minderheit der Gesellschaft der großen Mehrheit der Andersdenkenden ihre Werte durch Belehrungen und Verbote aufzwingt, kann das wohl als eine Art Diktatur gewertet werden. Recht hat er. Zitat Ende. Und dieser Zwang, diese Verbote betreffen natürlich alle, uns alle. Entsprechend groß sind der Aufschrei, der Widerstand und die nachvollziehbare Wut. Diese Wut nehmen die Macher natürlich wahr, und trotzdem bringen sie das Gesetz heute ein, faseln in ihrem Hochtrabend Leitplanken für das Gebäudeenergiegesetz genannten Pamphlet von einem breiten Konsens der Gesellschaft, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll. Der behauptete Konsens ist aber eine glatte Lüge. Klimaneutralität geht laut einer Spiegelumfrage vom 30. März inzwischen der Hälfte der Deutschen am allerwertesten vorbei. 80% der Menschen im Land lehnen ihren sogenannten Heizhammer ab. Und gegen diese 80% machen Sie Ihre verheerende Politik. Doch das wirklich Schlimme ist, dass die anderen Altparteien Ihnen dazu auch noch die Hand reichen. Von den Spezialdemokraten und den grünen Kommunisten erwartet man ja inzwischen nichts anderes mehr. Dass aber die feigen Demokraten dabei mitspielen, ist die eigentliche Tragik. Trotz der Mini-Änderungen, für die sich die feigen Demokraten feiern, ist und bleibt es ein verheerendes Gesetz, Wohlstand und Arbeitsplätze vernichtend, wie es sonst nur ein Krieg vermag. Manche im Volk bezeichnen ihre Politik inzwischen als einen Krieg gegen das eigene Volk. Und jeder, der sich an diesem Krieg beteiligt, wird sich dereinst vor diesem Volk verantworten müssen. Die einzige Partei, die sich gegen diesen kollektiven Suizid stemmt, ist die AfD. Folgerichtig steigen unsere Zustimmungswerte, dass es gut für Deutschland, schlecht für Deutschland ist, dass mit jedem Tag, den diese Regierung ihr Vernichtungswerk weiter betreibt, der Trümmerhaufen immer größer wird, den wir als zukünftige Regierungspartei wegzuräumen haben. Aber wir werden es tun. Verlassen Sie sich drauf. Und im Übrigen bin ich der Meinung, wer grün wählt, wählt den Krieg. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Carina Konrad. Sie ist eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wurde mehrfach von der Opposition gefordert, Sie wollen ein gutes Gesetz. Das haben wir Freie Demokraten auch gefordert. Wir wollen ein vernünftiges Gesetz. Sie wollen ein fachlich ordentliches Gesetz. Und meine Damen und Herren, genau daran arbeiten wir jetzt, dass es ein ordentliches Gesetz wird, ein fachlich vernünftiges Gesetz und ein gutes Gesetz. Das bekommen Sie. Wir stellen dieses Gesetz jetzt vom Kopf auf die Füße, da, wo es hingehört. Und Herr Frey und Herr Spahn, man kann Verfahren kritisieren. Und man kann die Kritik am Verfahren als Opposition in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Aber die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die ich in den letzten Wochen erlebt habe, die interessieren sich nicht dafür, wie die Opposition dazu in der Lage ist, mit Verfahren umzugehen. Die erwarten zu Recht, dass wir diese Probleme lösen, die kommunikativ und auch durch Dinge entstanden sind, die wir nicht mehr rückgängig machen müssen können. Und diese Probleme lösen wir jetzt. Und die Bürger erwarten zu Recht ein Gesetz, das ökologisch ist, das ökonomisch machbar ist, das sozial ausgewogen ist und das vor allen Dingen diese Anforderungen jetzt auch in einen Guss bringt und diese schwierigen Abwägungsfragen miteinander auswägt. Und wenn es um den Klimaschutz geht, ist das kein Thema, was man einfach von der Hand wischen kann. Ich bin Landwirtin und erlebe seit Jahren, was für konkrete finanzielle Auswirkungen der Klimaschutz hat, wenn wir ihn nicht betreiben auf dem Acker. Und deshalb müssen wir das machen und deshalb tun wir das in dem Heizungsgesetz so, dass keine Diskriminierung zwischen Heizungsarten stattfindet, die man alle verwenden kann in Zukunft. Es wird keine Diskriminierung geben. Und der nachhaltige Umgang und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wald ist selbstverständlich im Mittelpunkt auch unserer Debatte gewesen. Deshalb werden Holz und Pellets
auch weiterhin nutzbar sein. Und Sie haben gefragt, was bedeutet das denn, Fehlanreize zu vermeiden? Das bedeutet, dass wir nicht wollen, was Sie, glaube ich, auch nicht wollen, liebe Union, dass in Massen Holzimporte aus dem Ausland zu uns kommen, weil wir falsche Anreize setzen. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen, dass unser Holz vernünftig weiter verheizt werden kann, so wie es schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten getan wird. Und das ist auch richtig so. Frau Konrad, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der CDU-CSU-Fraktion vom Kollegen? Ich glaube, die CDU hatte heute genug Redezeit. Danke. Nein. Wir machen ein Gesetz, das auch physikalisch machbar ist. Und physikalisch machbar machen wir dieses Gesetz dadurch, dass wir es ganz eng mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnen werden. Das bedeutet, dass wir Zeithorizonte kriegen, in denen die Bürgerinnen und Bürger sich auch darauf einstellen können und mit der Materie auseinandersetzen können. Und das bedeutet auch, ein Gesetz wirtschaftlich vernünftig zu machen. Und dafür wird es natürlich Förderungen geben. Und dafür wird es natürlich auch die Unterstützung geben für diejenigen, die auch bis in die Mitte in unserer Gesellschaft hinein nicht dazu in der Lage sind, einfach mal so eine neue Heizung zu kaufen, weil das auch eine Investition ist. Und deshalb wird die Modernisierungsumlage, weil es angesprochen wurde, auch bei 8% bleiben. Aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie man das auflösen kann, und das werden wir im weiteren Verfahren konkretisieren, wie man auch Vermieter dazu bringt, Investitionen in Heizungen zu tätigen, dabei eine Förderung in Anspruch zu nehmen, weil das natürlich nachher die Gesamtumlage auf die Mieter senkt. Und das wollen wir erreichen. Und das werden wir durch diese weitere Modernisierungsumlage erreichen, wenn wir sie vernünftig ausgestalten. Und darüber diskutieren wir. Und, meine Damen und Herren, es gab viel Kritik an diesem Verfahren in den letzten Wochen, auch von uns Freien Demokraten. Und deshalb haben wir uns unserer demokratischen Aufgabe gestellt und Lösungen gesucht. Und ich danke auch den Koalitionspartnern für die intensiven Gespräche, die wir in den letzten Wochen miteinander geführt haben. Und ich freue mich, dass es viel Lob gab von vielen Verbänden, die ausdrücklich in dieser Woche es auch anerkannt haben, dass wir diese Leistung vollbracht haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, um dieses Gesetz jetzt auch in den nächsten Wochen im parlamentarischen Verfahren zu einem sehr guten Gesetz zu machen, zu einem vernünftigen Gesetz zu machen und zu einem Gesetz, das fachlich so ordentlich ist, dass es die Menschen nicht überlastet und ihr Eigentum schützt und dass die Schornsteinfeger ihr Lob an unseren Leitplanken geäußert haben. Das hat mich ganz besonders gefreut. Das bringt vielleicht auch ein bisschen Glück für die zukünftigen Beratungen, auch mit der Opposition, gerade mit der CDU. Das würde mich freuen. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention der Kollege Heilmann. Thomas Heilmann von der CDU. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Frau Kollegin Konrad, ich wollte Sie fragen, weil Sie ja gesagt haben, dass die Bürger würden sich nicht für Verfahrensfragen interessieren. Dass, wenn Sie da Geschäftsordnungsfragen hier fragen, würde ich Ihnen zustimmen. Aber die Frage, die ich Ihnen stellen wollte, wann dürfen wir damit rechnen, dass aus den Leitplanken ein Gesetzestext werden, über den wir hier ordnungsgemäß beraten, konkret gefragt, wird es zu der geplanten Anhörung in der nächsten Sitzungswoche am Mittwoch einen neuen Entwurf geben? Zweite Frage, wie viele Seitenänderungsanträge dürfen wir denn erwarten? Werden es mehr oder weniger als 100 Seiten werden? Und wie viele Tage halten Sie für minimal notwendig, diese Änderungsanträge in dieser Seitenzahl, die ich in dieser Größenordnung erwarte? Wie viele Tage, glauben Sie, ist notwendig, um die ordentlich zu lesen, ordentlich darüber nachzudenken, gegebenenfalls Anmerkungen dazu zu machen, um sie dann abschließend im Ausschuss, ja in der übernächsten Sitzungswoche Mittwoch geplant, behandeln und dann vermutlich am Donnerstag in zweiter und dritter Lesung zu beraten? Frau Konrad, Sie dürfen antworten. Sehr geehrter Herr Heilmann, vielen Dank für die Frage. Ich bin jetzt auch froh, dass ich sie nicht zugelassen hatte eben in meiner Rede, weil ich Ihnen die schlichtweg nicht beantworten kann, weil ich nicht im Bundeswirtschaftsministerium die Zuständigkeit habe und auch nicht im Bundesbauministerium die Zuständigkeit habe, dafür Vorlagen zu schreiben. Wir werden uns bemühen. Und das sage ich Ihnen zu. Machen Sie mal ernst. Seien Sie mal ein bisschen ernst bei dieser Debatte. Ich sage Ihnen zu, für meine Fraktion, dass wir alles daran setzen werden,
Sie auch ordentlich als Opposition einzubinden. Und ich sage Ihnen auch zu, dass wir alles dafür tun werden, dieses Gesetz jetzt schnell in einen vernünftigen Prozess und einen vernünftigen Beratungsgegenstand überzuführen. Dafür diskutieren wir im Zweifel auch Tag und Nacht. Ja, es wäre sicherlich ratsam, einen Gesetzestext zu haben, den man dann hier am Schluss im Deutschen Bundestag und dann im Bundesrat verabschiedet. Nächster Redner Bernhard Herrmann von den Bündnisgrünen. Er ist Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Wort vernünftig, Frau Kollegin Konrad, im Zusammenhang mit Holz. Ich denke, wir werden darüber reden, weil ob es vernünftig ist, bei starkem Sonnenschein den ganzen Sommer durch große Kessel mit Holzverbrennung laufen zu lassen, das darf man diskutieren, das werden wir tun, sehr verantwortlich. Und genauso auch, wie wichtig Emissionsschutz gerade auch bei der Holzverbrennung ist. Für den Klimaschutz, die sozial gerechte Energieversorgung und Klarheit für alle Beteiligten ist es ein wichtiger Schritt, dass wir das Heizungsgesetz nun endlich im Bundestag debattieren. Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt hin zum klimaneutralen Heizen bis 2045. Aber es ist unabdingbar, dass wir möglichst schnell damit auch die Emissionen reduzieren. Dabei kann uns dieses Gesetz helfen. Manche scheinen zu vergessen, dass die Klimaziele, auf die das Gebäudeenergiegesetz abzielt, schon von der letzten Regierung beschlossen wurden. Mit der Novellierung wollen wir diese Ziele sozial gerecht erreichen. Dafür braucht es Ordnungsrecht und Förderprogramme. Alternativ bräuchte man einen CO2-Preis, liebe CDU, CSU, hören Sie zu, von 200 bis 300 Euro pro Tonne. Herrn Spahn scheint das nicht zu interessieren. Herr Herrmann, das würde gerade Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion von Herrn Sichert? Nein. Das würde gerade die einkommensschwachen Haushalte überlasten. Wichtiger Punkt, 200 bis 300 Euro pro Tonne überlastet die einkommensschwachen Haushalte. Herrn Spahn scheint das nicht zu interessieren. Unsere Förderprogramme hingegen werden vor allem die Haushalte unterstützen, die sich eine Umstellung auf klimaneutrales Heizen sonst nicht allein leisten könnten. Im letzten Jahr haben wir alle mit Erschrecken zusehen müssen, wie die bisher immer billigen Gaspreise geradezu explodierten. Heizen mit Gas ist noch immer teuer, wird wieder teurer werden und nie kalkulierbar sein. Strompreise sind wieder auf Vorkrisenniveau. Gucken Sie hin. Sie haben offenbar keine Ahnung, Herr Spahn. Die Kosten für fossiles Gas steigen durch den hohen CO2-Preis immer stärker. Aber auch mit Wasserstoff wäre die Gasheizung kostspielig, denn dieser ist als ein Heizstoff in Einzelheizung ineffizient und folglich physikalisch bedingt sehr teuer. Wasserstoff, grüne Gase werden sehr teuer bleiben. Die klimafreundlicheren und langfristig günstigeren Alternativen sind Wärmenetze und hocheffiziente Wärmepumpen. Effiziente Lösungen stärken wir mit dem Gesetz. Auch nach dem Beschluss des Gesetzes bleibt viel zu tun. Die kommunalen Wärmepläne müssen erstellt und Heizsysteme in vielen Gebäuden umgestellt werden. Auch politisch nachzusteuern wird sein, um die Umsetzung zu optimieren. Ganz normal für solch einen grundsätzlichen Transformationsprozess. Wir sehen Waldbrände und Dürren, inzwischen auch an vielen Orten in Deutschland. Wir haben klar definierte Klimaziele. Also gilt es, die Emissionen im Gebäudesektor in den nächsten 8 Jahren um 40% zu senken und innerhalb der kommenden 22 Jahre den Gebäudebestand klimaneutral zu gestalten. Die Aufgabe fordert uns alle, jede und jeden, auch uns als Gesellschaft insgesamt. Niemand hat sich bisher dieser Herausforderung jenseits plakativer Sonntagsreden ehrlich gestellt. Wir aber gehen diesen wichtigen Schritt. Es müssen aber noch viele weitere folgen. Faire, langfristig bezahlbare Wärme, sozial gerecht mit einem hohen Maß an Mieter- und Verbraucherschutz. Das ist unser Ziel. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention Herr Sichert. Martin Sichert von der AfD. Vielen Dank. Herr Kollege, wir haben hier jetzt von Ihnen ein Gesetz vorliegen, womit Sie die Gasheizungen in Deutschland verbieten wollen. Sie haben jetzt eingangs Ihrer Rede auch noch gesagt, Sie wollen, dass die Heizung mit Holz wollen Sie nicht haben. Sie wollen das alles nicht haben. Und wir sehen zugleich, dass China jede Woche 2 große Kohlekraftwerke ans Netz setzt. In China sind mehr Kohlekraftwerke in Planung und in Bau als in ganz Deutschland überhaupt laufen.
Wir haben hier ein Projekt, was die Bürger massiv belastet, was die Steuerzahler massiv belastet, weil sie wollen ja jetzt wieder alles Mögliche hier subventionieren. Wir sehen auf der anderen Seite aber, dass wir damit hier einen gewissen Alleingang haben, weil überall auf der Welt gilt das Primat, das bei der Energieversorgung gelten muss. Die Energie muss günstig und bezahlbar sein für alle Menschen. Und deswegen bauen viele Länder auf der Welt Atomkraftwerke, viele Länder auf der Welt Kohlekraftwerke und setzen darauf, dass die Energieversorgung für ihre Bevölkerung günstig ist. Nur hier in Deutschland machen wir den totalen Wahnsinn, indem wir sagen, wir gehen aus den ganzen günstigen Energieformen raus. Wir wollen jetzt hier alles staatlich subventioniert haben und wollen hier eine Energieversorgung, die die Menschen in vielen Bereichen nicht bezahlen können und die für sie massiv belastbar ist. Wie passt das zusammen, dass wir hier in Deutschland die Bürger gängeln, dass wir immer mehr Verbote bringen, während in China jede Woche 2 große Kohlekraftwerke ans Netz gehen? Herr Herrmann, möchten Sie antworten? Sehr gern kann ich dort antworten. Offenbar geht den Fossillobbyisten der AfD mächtig die Düse. Denn die Welt ist eine ganz andere. Es ist schön, dass Sie mir mal erlauben, damit ein paar Fakten wirklich gerade zu rücken und klarzustellen. Zunächst ist es so, dass das Gesetz auch in seiner bisherigen Entwurfsfassung das Heizen mit Holz komplett im Bestand erlaubt. Es vernünftig flankiert mit Emissionsanforderungen und der Aufforderung, eben bei Sonnenschein nicht unbedingt einen großen Holzheizkessel laufen zu lassen. Alles andere ist nicht wahr. Und beim Neubau darf man durchaus unterschiedlicher Auffassung sein bei hocheffizienten Gebäuden. Photovoltaik in China oder Kohlekraftwerke in China. In Deutschland haben wir es im letzten Jahr geschafft, wieder endlich 7 Gigawatt Photovoltaik zuzubauen, nachdem es lange Zeit gut 1 Gigawatt nur noch war, die CDU komplett die Photovoltaik zusammen mit den ganz Rechten gebremst hat. Jetzt sind es wieder 7 Gigawatt. Und jetzt hören Sie zu, wenn Sie was lernen wollen, wenn Sie Interesse haben und nicht grinsen und verhöhnen, Herr Hilse. 87 Gigawatt sind in China letztes Jahr gebaut worden. 7 zu 87 in China Photovoltaik. Schön, dass ruhig ist. Hören Sie weiter zu. In diesem Jahr, die ersten 4 Monate, sind in China 48 Gigawatt bereits gebaut worden. Eine Herausforderung für uns. Und Sie sorgen dafür, dass wir technologisch beim Klimaschutz bei aller Fortschrittlichkeit abgehängt werden. Sie bremsen und verunsichern dieses Land. Und die Chinesen machen das nicht, weil es... Die Chinesen machen das nicht, weil es teuer ist, sondern weil es die wirtschaftlichere Form ist. Und genau deswegen machen wir das auch. Und wenn Sie auch mal mit den Industrie- und Handelskammern bei Ihnen in der Region unterwegs wären, ich habe das noch nicht gehört, und mit den Unternehmen reden würden, die brauchen, Herr Hilse, auch übrigens in Sachsen, Windstrom, damit die Energie vor Ort bezahlbar bleibt. Wir kriegen einen Weggang der Industrie. Das wissen Sie nicht, weil Sie mit der Industrie nicht sprechen. Zum Thema Atomkraftwerke. Wir haben viele Themen angesprochen. Erlauben Sie es mir, dass ich kurz darauf eingehe. Es gibt im marktwirtschaftlichen System in Europa ganze 3 AKW-Neubauten, alle desaströs teuer, nie marktwirtschaftlich abdeckbar. Und auch die FDP hat lange Zeit ja gesagt, Lösungen, die nicht versicherbar sind, kann man marktwirtschaftlich nicht durchsetzen. Zum Thema Braunkohle könnte ich Ähnliches ausführen. Ich spare mir das. Schönen Dank. Nächster Redner in der Debatte für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Andreas Lenz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man es schaffen will, die Menschen im Land maximal, aber auch wirklich maximal zu verunsichern, dann muss man es genauso machen wie die Ampel beim Heizungsgesetz. Das muss man der Ampel lassen. Das hat sie nachhaltig geschafft. Sie sind verantwortlich für eine Riesenverunsicherung, die bis tief in die Mitte der Gesellschaft reicht, meine Damen und Herren. Und Ursache ist ein von Beginn an vermurkstes Gesetz und nichts anderes, meine Damen und Herren. Es gab und gibt Petitionen, es gab Demonstrationen, bei denen Menschen teilnahmen, die noch nie vorher in ihrem Leben demonstriert haben. Beispielsweise auch in meinem Wahlkreis in der Stadt Erding 13.000 Menschen. Und das waren nicht
Das waren nicht lauter Rechtsradikale, das waren zum ganz überwiegenden Teil, bis auf einige Störer, normale Menschen. Das waren Handwerker, das waren Landwirte, Verwaltungsangestellte, Ärzte, Arbeiter. Alles Menschen, die von Ihnen verunsichert sind, von Ihren Plänen, die einfach Angst haben, finanziell überfordert zu werden. Menschen, die eben keine grüne Bevormundungs- und Verbotspolitik wollen, meine Damen und Herren. Herr Dr. Lenz, Herr Dr. Lenz, alle mal wieder ein bisschen ruhig. Herr Dr. Lenz, eine Frage. Gestatten Sie eine Frage oder Zwischenbemerkung aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Ja. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Lieber Kollege Lenz, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sprechen die Demo in Erding selbst an. Nicht alle verfolgen ja Tag und Nacht, was in Bayern los ist, aber Sie sind ja von der CSU, Sie haben es offensichtlich genau verfolgt. Und ich würde Sie jetzt gerne noch mal fragen, wie Sie zu dieser sogenannten Heizdemo stehen. Sie haben eigentlich klargemacht, dass Sie dahinter stehen. Eine Demonstration, wo Menschen mit Morddrohungen gegen demokratische Parteien standen. Die massiv aufgewertet wurde durch einen Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten und wo ein stellvertretender Ministerpräsident, Herr Aiwanger, erklärt hat, er wolle sich die Demokratie zurückholen. Übrigens die Demokratie, die ihn als stellvertretender Ministerpräsident in seinem Land legitimiert hat. Und das Schlimme ist, wir haben keine Dementi gehört von Herrn Aiwanger und von der gesamten Staatsregierung nicht. Und wir sehen jetzt an Ihrer Haltung heute, dass Sie anscheinend entschlossen sind, diese Heizungsdebatte, die Debatte über Heizung in unserem Land, eine technische Debatte, weiter zu nutzen, um den Populistinnen Menschen zuzutreiben und unsere Demokratie anzuzünden. Wollen Sie diese Debatte weiter dazu nutzen? Oder werden Sie sich hier und heute davon distanzieren? Frau Badum, danke für diese Frage. Es war die Ampel und kein anderer, der diese Verunsicherung bis tief in die Mitte unserer Gesellschaft verursacht hat. Es waren Sie, es war Ihre Schuld. Die Menschen hatten wegen Ihren Plänen, die Sie jetzt vielleicht wieder einkassieren, Angst. So war es nämlich. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie normale Menschen nicht ernst nehmen, Herr Lenz hat das Wort, dann wird Ihre Politik scheitern. Ich war vor Ort, ich habe mir das angeschaut. Und es war nicht so, dass das ein rechter Mob war. Natürlich bei einer Demonstration von 13.000 Menschen, da sind natürlich auch Idioten dabei. Da ist auch ein Sammelbecken, sind auch Unbelehrbare dabei, aber nicht die Masse derer, die Angst haben. Und Ich verbitte mir, dass Sie jeden, der gegen dieses Gesetz demonstriert hat, in eine Generalhaftung oder in eine Geiselhaft nehmen. Menschen hatten und haben Angst wegen Ihren Plänen. Machen Sie anständige, ordentliche Politik, dann wird es auch keine Demonstrationen geben. Herzlichen Dank. Und übrigens war es auch so, dass sich der bayerische Ministerpräsident ganz klar von der AfD, aber auch von anderen Verschwörungstheorien abgegrenzt hat bei dieser Demo. Das war so, das können Sie auch entsprechend nachhören. Und allein ihre Heizungspläne zum Holz haben zu einer großen Verunsicherung geführt. Es muss man doch sagen, man muss doch erst mal draufkommen, Holzheizungen im Neubau zu verbieten. Das ist doch völlig gaga. Das ist doch ein schlechter Witz, meine Damen und Herren. Und es ist natürlich gut, dass dagegen auch gekämpft wurde, dass demonstriert wurde, dass gezeigt wurde, dass der Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich aus der Forstwirtschaft kommt. Dass Nachhaltigkeit bedeutet eine nachhaltige Nutzung, dass man Wald, dass man Holz auch nutzt, dass wir schützen und nutzen. Das ist doch der eigentliche Begriff von Nachhaltigkeit. Dazu stehen wir. Und eins noch zum Holz. Jeder Raummeter Brennholz, nachhaltig genutzt, ersetzt 130 Liter Heizöl und über 100 Kubikmeter Erdgas. Das entspricht 350 Kilogramm CO2 und trägt zum Klimaschutz bei, meine Damen und Herren. Und jetzt feiert sich die FDP, dass sie im Bereich Holz unter Umständen ein Problem gelöst hat. Wir wissen es noch nicht.
dass es ohne Ampel nie gegeben hätte, meine Damen und Herren. Das ist doch bizarr. Biomasse trägt momentan laut BMWK selbst zu über 80% der erneuerbaren Wärmeproduktion in Deutschland bei. Und wir als Union stehen zu einer nachhaltigen Holz-, zu einer nachhaltigen Biomasse-Nutzung insgesamt, meine Damen und Herren. Viele. Viele Ihrer Änderungen, die Sie jetzt nach hartnäckigen Protesten andeuten, hätten Sie viel früher haben können, wenn Sie entsprechend auf Fachleute, auf Handwerker aus der Branche gehört hätten, wenn Sie mit Waldbesitzern, wenn Sie mit Förstern gesprochen hätten, wenn Sie Ihr Gesetz einem Praxischeck unterzogen hätten. Nach Ihrem Versuch, zuerst die kleine Wasserkraft abzuschalten, Ihrer vermurksten Gasumlage, nach einem planlosen Kernkraftwerksausstieg, nun das Gebäudeenergiegesetz, das Heizungsgesetz, das auch völlig vermurkst war. Die Ampel schafft vielfach überhaupt keine Lösungen, sondern ist lediglich Teil des Problems, meine Damen und Herren. Und nach wie vor ist völlig offen, wie die entsprechende Förderkulisse aussehen soll. Nach wie vor ist völlig offen, was eigentlich diese Leitplanken bedeuten. Leitplanken braucht man übrigens nur, wenn man in Schleudern geraten ist, wie die Ampel im Moment. Und nach wie vor ist auch der Ablauf völlig unklar. Und wenn Sie sagen, wir brauchen eigentlich normalerweise eine kommunale Wärmeplanung zuerst, wieso verabschieden Sie dann nicht zuerst das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung? Und dann entsprechend in Ruhe das Gebäudeenergiegesetz. Sie schaffen weiter massive Verunsicherung. Und wir werden Sie dabei genau beobachten, um entsprechend vielleicht doch noch funktionale Lösungen zu finden. Herzlichen Dank. Die erste Lesung des Gebäudeenergiegesetzes hier im Deutschen Bundestag, durchaus eine erregte Debatte über Phasen. Nächste Rednerin jetzt Verena Huberts, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Wege fangen immer mit einem ersten Schritt an. Wege sind mal schwer, mal einfach. Und anscheinend sind Sie als Union ja heute offensichtlich überfordert, einen Schritt mitzugehen, der schon längst hätte passieren müssen, nämlich in Richtung Wärmewende in diesem Land. Nämlich so sieht es aus. Und ja, wir werden jetzt schrittweise dieses Gebäudeenergiegesetz, wie der Bundeswirtschaftsminister eben skizziert hat, mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnen. Wir bauen erst das Fundament und dann wird darauf aufgebaut und das Individuelle kommt, wenn das Gemeinschaftliche steht. Und wir haben natürlich zugehört, zu und bei den Debatten in diesem Land. Und es ist nun mal kein Thema, was die Menschen derzeit so bewegt wie die Heizungen. Und Jens Spahn, wenn Sie fordern, Vertrauen in die Demokratie muss doch gegeben sein, indem die Dinge schon mal direkt klar sind. Wir sagen, wir hören zu und wir trauen uns auch als Ampel zu, diesen Diskurs und diese Fragen und die Bedenken der Menschen ernst zu nehmen, uns zusammen hinzusetzen und zu sagen, wir ringen um die besten Lösungen. Und da, wo drei Partner zusammen um Lösungen ringen, da reibt es sich mal, da entsteht aber auch Wärme und da wird ein gutes Gesetz am Ende des Tages auch bei rumkommen. Und Herr Lenz, wenn Sie sagen, Sie möchten keine Demonstrationen mehr, dann frage ich mich, in welcher Demokratie wollen Sie denn eigentlich leben? Ich bin sehr dankbar, dass man in Deutschland demonstrieren kann, seine Stimme erheben kann und dass wir eben auch Dinge ernst nehmen und hier miteinander auf ein gutes Verfahren eingehen. Und wir haben heute die erste Lesung. Ich finde, da kann erst mal jeder wieder durchatmen. Da können wir uns jetzt überlegen, wie kommen wir denn gut ans Ziel. Klar ist, wir müssen handeln. Klar ist, wir werden das über die Kommunen ganz konkret vor Ort tun. Mit Fernwärme, mit vielleicht auch Wasserstoff, wenn er in der Industrie nicht überall gebraucht wird, mit aber auch einer Vernetzung über die Postleitzahlen hinaus. Deswegen wird es eine flächendeckende Wärmeplanung geben. Wir werden die Quartiere vernetzen. Wir nehmen auch die Hinweise aus dem Bundesrat ernst. Aber ja, ich habe wahrgenommen, Sie sind überfordert, wenn es nicht darum geht, einfach nur stumpf Unterschriften zu sammeln und hier eine Debatte nicht konstruktiv zu begleiten, sondern aufzuheizen. So ist es nämlich.
Und ja, das sind verschiedene Interessen, die wir zusammenführen. Matthias Miersch hat es eben ganz klar gesagt, wofür die Sozialdemokratie schon immer stand und schon immer stehen wird. Für gute Lösungen zwischen Klimaschutz, zwischen sozialen Komponenten, nämlich so, dass wir alle mitnehmen und niemanden zurücklassen. Und da ist es mir ganz, ganz wichtig, dass wir beim Mieterschutz auch was Gutes hinbekommen. Dass wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Vermieter in gute klimaneutrale Heizungen investieren, dass der Staat das Ganze mitfördert und die Mieterinnen und Mieter am Ende des Tages nicht überfordert werden. Und das ist eben dieser Dreiklang, den wir jetzt in diesem gesetzgeberischen Verfahren mit aller Ernsthaftigkeit auch lösen und in den Fokus dieser Verhandlungen auch stellen. Frau Huberts, gestatten Sie eine Frage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion von Herrn Hilse? Also ich möchte das Niveau der Debatte hier nicht noch weiter sinken, wie Sie es eben schon getan haben. Nein. Und ja, wir werden uns auch die Förderkulisse noch mal ganz genau anschauen, denn diese Wende, dieser Wandel, der muss finanzierbar sein. Und deswegen haben wir auch eine Formulierung getroffen, dass wir soziale Härten bis in die Mitte der Gesellschaft, also das ganz normale Leben der Familie vor Ort, dass wir das eben so gestalten, finanziell mit der Förderung, dass auch jeder hier mitkommen kann bei dem, was wir vorhaben. Und wir haben ja auch schon angedeutet, dass für uns Alter vielleicht kein Kriterium ist. Ich kenne sehr wohlhabende 82-Jährige, ich kenne Menschen, die sind 34 oder 53 und die stehen vor anderen Herausforderungen. Also wir diskutieren und debattieren hier sehr wohl, sehr verantwortlich in diesem Verfahren um die beste Lösung. Und aus Rheinland-Pfalz kommen kann ich sagen, wir sind das waldreichste Bundesland. Deswegen war es uns als SPD auch immer wichtig, dass wir das Heizen mit Holz und mit Pellets natürlich weiterhin ermöglichen. Weil ein Teil der Wärmewende, der wächst auch bei uns hier auf den heimischen Böden. Aber da muss ich nicht mit dem Atlantiktanker hier im südbrasilianischen Raum irgendwas abholzen. Da kümmern wir uns ja auch noch darum, dass wir da eine gute Lösung miteinander hinbekommen. Summa summarum bedeutet es, wir gehen jetzt einen Weg los und wir laden Sie ganz herzlich ein, die nächsten Wochen hier mit uns auch konstruktiv zu verhandeln. Die Menschen brauchen Sicherheit, sie brauchen Planungssicherheit und sie brauchen einen Planeten, auf dem man irgendwann auch mal noch ein Häusle bauen kann. Aber Sie denken natürlich viel zu kurzfristig und deswegen lassen Sie uns doch lieber mal hier das handwerkliche Zeug, denn wir finden hier eine gute Lösung für dieses Land. Herzlichen Dank. Verena Huberts, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, verbreitet hier Zuversicht, in der Tat ambitioniert. Noch 3 Wochen sind Zeit. Viele Fragen sind offen und einen Text gibt es doch nicht. Carsten Hilse mit einer Kurzintervention von der AfD kommt er. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Werte Kollegin, ich hätte eigentlich nur 2 Fragen gehabt, wobei hat sich jetzt zum Schluss noch eine weitere Frage ergeben. Ich komme aus der Nähe von Hoyerswerda. Dort gibt es, weil es ein großes Neubaugebiet gibt, auch ein Fernwärmenetz. Die sind ja dann quasi von diesen Regelungen ausgeschlossen bzw. befreit. Dieses Fernwärmenetz wird betrieben vom Gaskombinat vom Kraftwerk Schwarze Pumpe und die feuern mit Kohle. Wenn man jetzt also wenn man das CO2 ganz, ganz als sehr, sehr schlimm ansieht, als sehr, sehr böse ansieht, das machen sie ja, was ist jetzt quasi der Sinn darin, dass jemand verboten bekommt, eine Gasheizung einzubauen, die also weniger schlimmes, böses CO2 ausstößt und dafür dann aber sozusagen versorgt wird mit einem über ein Fernwärmenetz, was mit Kohle betrieben wird. Und jetzt nochmal die 2. Ungereimtheit, die ich gerne von Ihnen beantwortet haben möchte. Sie haben gerade gesagt, es macht also keinen Sinn, Holz quasi über den Atlantik zu schippern, um es dann hier zu verfeuern. Aber mit dem LNG-Gas ist das dann was anderes. Also weil wir könnten eigentlich leitungsgebundenes Gas bekommen, zumindest in einem gewissen Teil. Oder wir könnten auch Schiefergas, Frackinggas in Deutschland selber fördern. Das könnten wir. Das wäre zweimal beziehungsweise ungefähr nur halb so teuer wie das LNG-Gas und würde natürlich viel, viel weniger Emissionen verursachen, weil natürlich die Tanker, die im Moment vor Rügen zum Beispiel, da war ich gerade, die Menschen sind da sehr verunsichert, dass dort ein LNG-Terminal hingebaut werden soll, mit Schweröl über den Ozean schippern. Also da gibt es ein paar Ungereimtheiten. Wenn Sie mich da aufklären könnten, wäre es mir sehr recht. Frau Huberts, möchten Sie antworten?
Sprung der AfD gelingt, das wage ich zu bezweifeln, aber ich kann Ihnen sachlich antworten. Wir wollen natürlich auch die Fernwärme und die Wärmenetze dekarbonisieren. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass Ministerin Geiwitz, Minister Habeck dazu einen Gipfel schon veranstaltet haben. Denn natürlich müssen auch diese Netze CO2-neutral werden. Aber wir können uns das Land ja nicht CO2-neutral zaubern. Deswegen heißt es ja auch Transformation. Und diesen Weg gehen wir los. Und ja, ich würde am liebsten auch kein LNG-Gas über den Atlantik schippern, aber Sie haben ja vielleicht auch mitbekommen, dass da eine Pipeline nicht mehr verfügbar ist, dass wir schnell in einer Krise handeln mussten. Und da fehlt manchmal auch eine Möglichkeit. Und deswegen müssen wir eben auch da Wege gehen, die nicht die präferiertesten sind. Und konstruktive Lösungen in Kriegs- und Krisenzeiten erfordern eben umso mehr Zusammenhalt und dass man auch mal Wege geht, die man nicht gehen würde. Und deswegen ist das hiermit abschließend beantwortet. Nächster Redner in dieser Debatte für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Gianmarco Lutscher. Er ist Sprecher für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch gerne einmal zurückkommen auf den Kollegen Mürsch. Sie haben ja der Union jetzt gerade vorgeworfen in Ihrer Rede, dass wir mit unserer Kritik an Ihrem Verfahren, dass wir dazu beitragen, die Menschen zu verunsichern, dass wir dazu beitragen würden, die Menschen dem rechten Rand der AfD zuzutreiben. Da habe ich jetzt alles Verständnis für, Herr Mürsch, dass Sie Fraktionsvorsitzender der SPD werden wollen und Sie hier ein bisschen auftrumpfen müssen. Da habe ich ein bisschen Verständnis für. Aber wir sollten doch schon bei der Wahrheit hier bleiben und Ursache und Wirkung nicht verwechseln, meine Damen und Herren. Es ist Ihre Koalition gewesen, die ein völlig verkorkstes Gesetz vorgelegt hat, was ideologisch überladen war, was eben gerade nicht, wie die Grünen gesagt haben, irgendwie nur technisch sich mit Heizungen beschäftigt hat, sondern was die Menschen ganz existenziell betroffen hat. Und es war Ihre Koalition, die da wochenlang drüber gestritten hat. Es war Ihre Koalition, die das dann durchs Kabinett gepeitscht hat, obwohl völlig klar war, dass es überhaupt gar keine Einigkeit, keine Mehrheit in dieser Koalition gab. Und Sie haben dann mit Ihrer Koalition weiter gestritten, uns jetzt ein zwei dünne Seiten Leitplanken vorgeworfen und schmeißen uns das jetzt vor die Füße und erwarten, dass wir das bis zur Sommerpause in 3 Wochen durchpeitschen, wo kein Abgeordneter, kein Experte bei der Anhörung sich überhaupt seriös damit beschäftigen kann. Wissen Sie, was Sie machen? Das ist eine Simulation von parlamentarischer Demokratie, nichts anderes. Und das einzige Richtige wäre, wenn Sie diesen Gesetzentwurf zurückziehen würden. Aber dazu fehlt Ihnen der Mut. Und ich sage Ihnen auch, weswegen Ihnen der Mut dazu fehlt, damit der Wirtschaftsminister sein Gesicht wahren kann und weil Sie Angst haben vor den Landtagswahlen, die im Herbst kommen, weil Sie den Streit nicht weiterführen wollen in der Koalition. Sie stellen Ihre Parteiinteressen als Ampel über die Interessen der Menschen und des Landes, meine Damen und Herren. Und was mich besonders ärgert an der Stelle, der Bundeskanzler, der hat in den letzten Wochen, wo erbittert gestritten wurde, wie so ein Unbeteiligter daneben gestanden, als ob er damit überhaupt nichts zu tun hätte, als ob er keine Richtlinienkompetenz hätte. Und damit hat er zur Eskalation beigetragen, dieses Streites. Damit hat er dazu beigetragen, dass die Menschen in unserem Land Hunderttausende zutiefst verunsichert gewesen sind. Wissen Sie was? Diese Führungslosigkeit dieser Koalition, das ist ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Und dann geht es ja noch weiter. Ist ja in Ordnung, dass die Seeheimer sich treffen beim Spargelessen und da schön Weißwein in der Sonne treffen. Aber dass der Bundeskanzler, ich kann mir das gut vorstellen, mit einem Glas Weißwein in der Hand hinstellen, mit einem süffisanten, manche sagen mit einem schlumpfigen Lächeln, sagt, naja, es hat so ein bisschen geruckelt. Wissen Sie was? Ein bisschen geruckelt. Dafür, dass die Menschen existenzielle Ängste haben, dass sie sich in ihrem Lebenswerk bedroht sehen oder auf die Straße gehen. Eine solche Äußerung, es hat ein bisschen geruckelt. Das finde ich sowas denn deplatziert und unangemessen, meine Damen und Herren. Und dass die FDP sich jetzt hier hinstellt, ja, war ja heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen, dass da eine Triumphstimmung herrscht. Wir sind mit 100% in die Verhandlung hineingegangen. Wir sind mit 100% rausgekommen. Sie, liebe Kolleginnen von der FDP, Sie haben überhaupt keinen Grund für Siegesgäu. Denn Sie sind mitverantwortlich für dieses chaotische Verfahren. Es war Ihr Minister, der das durchs Kabinett gepeitscht hat, obwohl er wusste, dass es keine Mehrheit gibt. Diese Protokollerklärung, die er abgegeben hat, das war eine Bankrotterklärung und nichts anderes. Und wenn Sie jetzt in der Sache sagen,
es gäbe jetzt gar keine Eingriffe mehr ins Eigentum im Bestand, sondern funktionierende Heizungen, die können ohne Einschränkungen weiterbetrieben werden. Da muss ich mal sagen, dann lesen Sie mal das Interpretationspapier der Grünen. Da steht genau das Gegenteil drin. Natürlich können Eigentümer eine Gasheizung einbauen. Ja, das können sie. Aber wenn später eine Wärmeplanung kommt, die kein Wasserstoffnetz vorsieht, dann müssen Sie diese Heizung, die tadellos funktioniert, wieder rausreißen. Das ist ja wohl ziemlich der massivste Eingriff ins Eigentum, den es überhaupt geben kann, liebe Kolleginnen von den Grünen. Und deswegen gibt es für dieses Gesetzesverfahren nur eine einzige Möglichkeit. Ziehen Sie das Gesetz zurück, machen Sie ein ordentliches Gesetz und beenden Sie diese unsägliche Verunsicherung, die Sie in dieses Land mit diesem Gesetz tragen, meine Damen und Herren. Mittlerweile hat Katrin Göring-Eckert hier die Präsidiumsstelle besetzt und die letzte Rednerin beim Gebäudeenergiegesetz erste Lesung wird von der SPD kommen, Nina Schier, die Sprecherin für Klimaschutz und Energie der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Lubczak, es ist immer wieder erschütternd, was für Ablenkungsmanöver hier Sie zelebrieren. Es hat nichts mit Wärmewende zu tun, was von Ihrer Fraktion zu vernehmen ist, rein gar nichts. In der ganzen Debatte hat allein Andreas Jung ein Element von Energiepolitik in den Mund genommen und dabei aber vermissen lassen, wie das denn alles sozial gerecht ausgestaltet werden soll, wie das denn funktionieren soll. Sie setzen auf marktwirtschaftliche Lösungen, wissen ganz genau, dass der Markt alleine, der Markt massive Ungleichheiten erzeugt. Das ist vielfach belegt. Und dann hört man immer wieder durch, es sollte ja eigentlich nur um irgendwelche Verlängerung von manchen Kraftwerken gehen. Man hört zunehmend durch, dass es Ihnen doch wieder um den Einstieg in die Atomenergie geht. Sagen Sie mir doch mal, wie soll denn, wenn weltweit kein einziges Atomkraftwerk unsubventioniert funktioniert und läuft, wie soll denn dann bitte schön dies funktionieren, wenn Sie doch angeblich nur die marktwirtschaftlichen Lösungen wollen? Das stimmt hinten und vorne nicht zusammen. Und Sie lassen auch vermissen, wo denn bitte schön die Wärmewende, nämlich der Umstieg auf erneuerbare Energien, dann bleibt. Wo bleibt das denn? Sie haben als einzigen konstruktiven Vorschlag aus diesen Reihen heute nur das eine gebracht, dass wir doch bitte dieses Gesetz vertagen sollen. Das ist das Einzige, was Sie zur Wärmewende zu sagen haben. Das ist erbärmlich und spricht für sich. Wir haben mit dem Verfahren, was jetzt angesetzt wurde, mit den Leitplanken, die verständigt wurden, anders als Sie unterstellen, sehr wohl ein starkes Pfund für, also pro, zugunsten eines parlamentarischen Verfahrens gesetzt. Denn diesmal ist noch bevor eine Anhörung stattgefunden hat, noch bevor dies stattfindet, allen Expertinnen und Experten, die eingeladen sind, klar, welche Prämissen wir in dieses Verfahren gesetzt haben. Das ist häufig nicht der Fall. Und häufig haben wir sehr kurze Verfahren, weil einfach die Eilbedürftigkeit das auch von uns abverlangt. Das haben wir auch parlamentarisch häufig schon kritisiert. Manchmal gibt es Eilbedürftigkeiten, die wir nicht beeinflussen können. Aber das ist natürlich immer genau der missliche Punkt, dass wir dann Anhörungen haben und dann hinterher noch große Änderungen haben. Das haben Sie auch immer wieder kritisiert, dass dann diese Änderungen ja relativ kurzfristig vor der zweiten, dritten Lesung kommen. Jetzt haben wir große Änderungsverständigungen schon vor der Anhörung thematisiert. Das ist schwarz auf weiß da, in welche Richtung die Änderungen gehen. Und dann sagen Sie, das ginge gegen den Parlamentarismus. Das ist doch genau das Gegenteil. Wir haben jetzt die Chance in den Anhörungen, und die Experten wissen das natürlich, und die reflektieren immer die öffentliche Debatte, genau darauf einzugehen. Und wir setzen in den Mittelpunkt, des parlamentarischen Verfahrens, dass wir eine Ermöglichung der Wärmewende bekommen. Die Ermöglichung wird in den Mittelpunkt gestellt. Und die Ermöglichung verlangt natürlich, dass wir die Reihenfolge ändern, dass die kommunale Wärmewende, realisiert wird und dass dann in Anpassung an die kommunale Wärmewende dann alles Weitere passiert. Alles andere wäre nicht effektiv, alles andere würde Zeit verschwenden, alles andere würde auch Gelder verschenken. Und genau diese Reihenfolge haben wir jetzt implementiert durch das parlamentarische Wirken. Und genau diese Verzahnung wird natürlich auch bei dem Wärmeplanungsgesetz berücksichtigt. Auch das wurde festgehalten, dass es keine Widersprüchlichkeiten gibt. Es ist ebenfalls festgehalten, dass keiner im Stich gelassen wird. Natürlich wird in der Ausgestaltung darauf
Wert gelegt und nicht nur Wert gelegt, sondern umgesetzt, dass die Mieterinnen und Mieter nicht überfordert werden. Auch darüber gibt es eine Einigung. Insofern ist es auch falsch, wenn unterstellt wird, dass hier etwas vergessen worden wäre. Was natürlich wichtig ist, wir müssen, wenn wir die Ermöglichung wollen, natürlich auch die finanziellen Grundlagen schaffen. Das wird doch ein weiterer großer Bereich, auf den wir uns verständigen müssen. Und den letzten, und über den Sie Punkt jetzt nicht mehr sprechen können. Nicht mehr erwähnen, aber es ist wirklich schwierig und völlig inakzeptabel, wenn hier keine Distanzierung von den verheerenden Aussagen von Herrn Aiwanger in Erding hier Kollegin, von Ihren Seiten kommen. Sie können nicht die Bezugnahme nehmen auf dieses Ereignis, ohne sich zu distanzieren. Das funktioniert nicht. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache für heute, auch wenn ich davon ausgehe, dass die Debatten weitergehen werden, aber jedenfalls nicht mehr in dieser Tagesordnung. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf Drucksachen 6875 und 7226 an die Ausschüsse vorgeschlagen, die Sie in der Tagesordnung finden. Damit sind offensichtlich alle einverstanden. Dann verfahren wir so.